Shalom, Shalom. Wir freuen uns, dass wir gute Berichte hören und dass wir sehen, dass der Herr wirklich, wir haben bisher noch keinen einzigen Todesfall unter unseren Paten gesehen. Im ganzen Land gibt es keinen einzigen Todesfall von Uganda. Und wir sehen, dass die Situation langsam sich lockert. Aber die Frage ist, haben wir gelernt, was der liebe Gott uns in dieser Zeit lehren möchte? So möchte ich jetzt heute über etwas sprechen, was eigentlich kein angenehmes Thema ist. Und zwar, dass Gott nur durch zerbrochene Gefäße arbeiten kann. Er kann nur durch Menschen arbeiten, die nicht mehr voll sind von sich selbst, sondern voll von Jesus. Und da braucht es Prozesse, die oft nicht angenehm sind. Und da möchte ich euch jetzt einmal vorlesen, was ich da gerade wieder mal zugeschickt bekommen habe. Nicht träge werden, drängen mit Ausdauer nach vorne. Sondern wir sollen Nachfolger derer sein, welche durch Glauben und Ausharren die Verheißung geerbt haben. Wir haben viele Vorbilder, die ganze Bibel ist voll mit Vorbildern. Dann, du bist im Glauben gewandelt, du hast Gott geglaubt, dass er deinen Bedürfnissen begegnen wird. Doch was tust du, wenn sich die Resultate nur sehr langsam manifestieren und du versucht bist aufzugeben? Sei geduldig. Das heißt im Hebräerbrief, wer braucht Glauben und Geduld? Es wird in diesen Tagen nicht viel über Geduld oder besser gesagt über Ausdauer gesprochen. Doch wenn es darum geht, Gott zu empfangen, dann ist sie ebenso wichtig wie der Glaube. Geduld, Geduld, Langmut. So wird für dich den Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage ausmachen. Die Geduld wird den Unterschied ausmachen. Die Bibel spricht von Ausharren. Und Ausdauer untermauert den Glauben und hält ihn aufrecht, bis das Ergebnis sichtbar ist. Nachdem du die Verheißungen Gottes verinnerlicht und sie in deinem Geist verankert hast, wird dich Ausdauer ermutigen, daran festzuhalten. Ausdauer ist Kraft. Ausdauer hat den Mut, die Lüge des Teufels, die sagt, dass das Wort für dich nicht funktioniert, abzulehnen. Ausdauer weiß, dass Gottes Wort noch nie versagt hat und nie versagen wird. Ausdauer wird sich nicht in Furcht zurückziehen, sondern im Glauben vorwärts drängen, bis die Antwort da ist. Wenn sich die Resultate deines Glaubens nur langsam einstellen, dann gib nicht auf. Fahre fort, damit das Wort mit Ausdauer an die erste Stelle zu setzen. Fahre fort, das Wort Gottes mit Ausdauer an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen und du wirst die Verheißungen Gottes ganz bestimmt empfangen. Lesen wir im Hebräerbrief 10, 32 bis 39. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurden, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenderen Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen davontragt. Denn noch eine kleine Weile, ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ja, Glaube und Ausdauer und Geduld haben wir notwendig. Wenn wir uns die Lebensgeschichten von verschiedenen vorangegangenen Verwandten, Heiligen anschauen, die es schon geschafft haben, dann können wir nur lernen von denen. Können wir nur lernen. Ich bin so dankbar, dass ich immer wieder von meinen Verwandten in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament lernen darf, wie sie umgegangen sind mit gewissen Situationen. Und wisst ihr, Gott hat alle von uns berufen für ein einmaliges, außerordentliches, hervorragendes Leben. Und da habe ich mir einige herausgesucht aus der Bibel, solche
auserwählte, berufene Heilige. Und dann bin ich draufgekommen, das ist die folgende Liste, es gibt natürlich noch viel mehr. Jakob war ein Manipulierer, Petrus war ein Feigling, David hatte eine Affäre, Noah hat sich betrunken, Jona rannte weg von Gott, Mose stotterte und war impulsiv, Paulus war ein Mörder, Gideon war unsicher, Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Ihr Lieben, ich freue mich so sehr, dass ich schon so viele Klippen hinter mir habe in meinem Leben. Wisst ihr, so wie wir unser Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen und ihn aufnehmen als unser Leben, beginnt die Universität des Heiligen Geistes. Da kann man nie durchfallen, nur wiederholen. Und die meisten Leute wiederholen zu sehr, zu oft. Und da habe ich gelernt, ich lese euch das jetzt vor, weil das für mich wirklich ein Durchbruch war, als ich das gelesen habe. Also erstens einmal in 2. Korinther 3, 6. Er hat uns befähigt, vom Tod zum Leben zu kommen. Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Und jetzt die Geschichte dazu. Ein Mann kam nach Hause und fand sein Haus überschwemmt. Sofort holte er einen Eimer und Tücher und fing an zu wischen. Er wischte und wischte und schwitzte und schwitzte. Er strengte sich unglaublich an, aber das Wasser schien kein Ende zu nehmen. Irgendwann kamen dann die Nachbarn und halfen ihm. Doch es wurde nicht besser. Schließlich besuchte er Kurse, wo man lernte, geschickter zu wischen. Auch für Konferenzen gab er viel Geld aus, um eine Lösung für sein Problem zu finden. Und immer wieder schöpfte er Hoffnung, dass er mit der neuen Anstrengung die Sache endlich in den Griff bekommen würde. Aber es gelang ihm nicht. Er hatte die besten Absichten, war der Aufgabe völlig hingegeben, setzte alle seine Kräfte ein, strengte sich sehr an, überlegte sich ständig neue Methoden und freute sich über Teilerfolge. Aber alles endete immer wieder im Frust. Eines Tages, als er bereits erschöpft und sehr müde war, er wünschte sich schon den Tod, kam ein Freund vorbei. Dem bekannte er, dass er nicht mehr könne und kapituliere. Daraufhin ging der Freund ins Haus und drehte den Wasserhahn ab. Ihr Lieben, das könnte die Geschichte meines Lebens sein. Wir sind als religiöse Menschen dauernd getrieben. Für mich war jedes gute Werk meine Verpflichtung. Ich besuchte Exerzitien, Einkehrtage, weil ich dachte, so komme ich Gott näher. Aber ihr Lieben, ich musste an den Punkt kommen, wo der Heilige Geist mir gezeigt hat, dass ich es nicht bin, nicht habe und nicht kann, trotz aller Anstrengung, sondern dass allein Christus in mir die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Und da musste ich eine Bankrotterklärung unterschreiben und sagen, Gott, ich bin und bleibe ein Versager in meiner eigenen Kraft. Aber du in mir bist kein Versager und von jetzt an vertraue ich dir mein Leben an. Und so möchte ich heute ein bisschen darüber sprechen, wie Gott mit jedem von uns arbeitet. Und zwar jedem. Jeder, der sein Leben Gott gibt, wisst ihr, es genauso, wenn du ein Baby gebierst. Wenn ein Baby gebierst, dann fängt die Arbeit eigentlich erst an. Und das sind viele Jahre der Investition. Und wenn du dein Leben Jesus übergibst und ihn aufnimmst in dein Leben, dann bist du ein Baby in Christus. Und da möchte der Herr, dass du Schritte des Reifens machst. Ich habe mal einen Pastor gehört, der gesagt hat, wisst ihr, es ist okay, wenn ein Baby noch die Windeln voll macht. Aber wenn ich jeden Sonntag Windeln wechseln muss, bei meinen Mitgliedern in der Gemeinde, weil sie voll mit sind, ist das nicht mehr lustig. Und so sollen wir wirklich erwachsen werden und uns verhalten wie Menschen, die eben gereift sind. Und da hat Gott mir ein Bild gegeben. Er spricht in der Bibel von dem Silberschmied, aber auch vom Goldschmied. Und wisst ihr, das Silber und das Gold, das aus dem Berg kommt, ist nicht rein. Es hat sehr viel andere Elemente in sich verborgen. Und da muss dieser Schmied
ein sehr fähiger Mensch sein, um zu erkennen, welche Temperatur dieses Silber oder das Gold gerade braucht, um die erste Unreinheit herauszubringen. Und dann, wenn diese erste Unreinheit aus dem Golderz oder Silbererz herauskommt, schöpft er es ab. Also eine Stufe ist gewonnen, aber das ist immer noch nicht die Endstufe. Und dann kommt ein wenig mehr Hitze. Und dann kommt die nächste Unreinheit heraus. Und die schöpft dann dieser Goldschmied oder Silberschmied weg. Und dieser Prozess dauert sehr lange. Immer kommt wieder neuer Dreck ans Licht. Aber wann weiß der Goldschmied und der Silberschmied, wann der Prozess zu Ende ist? Ihr Lieben, das hat mich sehr überrascht, wie Gott mir das gezeigt hat. Erst wenn er hineinschaut in dieses Silber, kochende Silber und heißes Gold, und sein Angesicht sieht, ist der Prozess vollendet. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott möchte, dass er uns anschauen kann und weiß, er sieht sich selbst. Das ist der Prozess, durch den jeder von uns beruflich durchzugehen. Und dann kann Gott dich verwenden. Wenn du Gott erlaubst, die ganzen Unreinheiten, und viele sind ganz tief vergraben, auch so noch gar im Unterbewusstsein, im Unbewussten. Aber der Heilige Geist wird das gute Werk vollenden, das er begonnen hat, ihr Lieben, wenn du bereit bist, durch die Prozesse durchzugehen. Und da lese ich euch jetzt eine Schriftstelle oder zwei vor. Im Jesaja 54, 16 und 17 heißt es: Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen. Also Gott erlaubt diese heißen Situationen in deinem Leben. Die erlaubt er. Der Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk. Und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Ihr Lieben, ich kann mich erinnern, ich habe schon sehr jung mit 7 Jahren mein Leben Jesus übergeben. Und in den ersten 20 Jahren haben meine Eltern manchmal gesagt: Glaubst du wirklich, dass du einem liebenvollen Gott dienst? Sage ich: Ja, ich diene einem liebenvollen Gott. Sagen sie: Wie der dich behandelt, da haben wir schon Zweifel. Er sagt: Gott weiß genau, was ich brauche. Und er wusste genau, wisst ihr, er liebt uns so sehr, dass er uns durchs Feuer, durch diese Feuerprozesse durchgehen lässt, damit wir ihm ähnlicher werden. Und dann heißt es noch im Vers 17, Jesaja 54, 17: Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit ist von mir her, spricht der Herr. Dann haben wir im Jesaja 44, 12 noch einmal eine solche Schriftstelle. Der Handwerker in Eisen schärft das Beil und arbeitet mit Kohlenglut, und er formt es mit Hämmern und bearbeitet es mit seinen kräftigen Armen. Ihr Lieben, das klingt nicht nach einem sehr liebevollen Prozess. Also es wird Hitze in unser Leben kommen, heiße Situationen. Gott wird uns zeigen, was wir loslassen müssen, Fehlverhalten in unserem Leben, Lügen, die wir geglaubt haben. Und das Feuer wird immer höher werden, bis der Schmied sein Angesicht im Silber oder im Gold erkennen kann. Ich finde es ein wunderbares Bild. Und ihr Lieben, er muss sehr aufpassen, dass die Hitze nicht zu groß wird. Er muss sehr aufpassen, dass alles hier gerecht ist, was dem Gold und dem Silber eigentlich am besten dient, um in volle Reinheit zu kommen. Und so wird Gott auch uns durch das Feuer gehen lassen und neues Feuer bekommen, dass wir neues Feuer bekommen, um wirklich in dieser leidenschaftlichen Nachfolge Jesu zu sein. Und dazu verwendet er Krisen. Und in dieser Krisenzeit wird Gott enorme Wunder tun, um seine Kraft und Macht zu offenbaren, zu demonstrieren. Zum Beispiel bei den Israeliten. Ja, was war da? Er hat das Meer geteilt vor ihnen. Er hat Manna, Brot, vom Himmel fallen lassen. Aber bitte, nur für einen Tag immer. Gib uns unser tägliches Brot. Du kannst Gnade nur für einen Tag beanspruchen. Für den nächsten Tag musst du es wieder neu beanspruchen. Gott gibt immer für einen Tag. Er ist ein Gott des Jetzt.
Aber ja, er hat Brot vom Himmel fallen lassen, er hat Wasser aus einem Stein fließen lassen. Er hat sogar einmal, wie sie so gejammert haben nach Fleisch, hat er da, ich weiß nicht welche, riesigen Vögelherden kommen lassen, dass sie sogar, Entschuldigung, aber gekotzt haben. So viel haben sie gegessen von dem Fleisch. Und da möchte ich jetzt eine Geschichte mit euch, das heißt mehrere, ein bisschen durchleuchten, aber da könnt ihr immer noch selber durchlesen und den Heiligen Geist bitten, was er euch dazu sagen möchte. Zum Beispiel, ja, wenn ich mir jetzt den Abraham, haben wir gestern schon behandelt, aber wisst ihr, wir sind Berufene. Wir sind, jeder von uns ist ein Berufener. Ein jeder. Und wir sind Berufene des Königs aller Könige. Wir sind Menschen. Erst einmal gibt es verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe, durch die kann Gott Dinge geschehen machen. Die zweite Gruppe, die beobachten, was geschieht. Und die dritte wundert sich, was geschieht. Und ich glaube, ihr habt selbst schon jetzt erkannt, welche Gruppe die Fruchtbare ist. Und die anderen sind die Fruchtbaren. Wie oft habe ich mich schon geärgert, ich bin nicht oft bei einem Fußballspiel, aber diejenigen, die da auf der Tribüne sitzen, die reagieren, als hätten sie die Tore geschossen und wissen alles besser. Ja, das sind diejenigen, die beobachten, was geschieht. Aber sie haben noch nie selber ein Tor geschossen. Und Gott möchte, dass wir alle auf das Feld kommen und anfangen, dem Feind Tore zu schießen, mit dem Wort Gottes. Aber die meisten Menschen leben im mittelmäßig, sie beobachten lieber, anstatt selbst zu handeln. Und die Gefahr besteht, dass man dann denkt, man sei schon in Ordnung, weil die anderen ja auch nicht anders sind. Aber wir sollen in dieser Welt ein hervorragendes Leben führen. Und das soll alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen. Und wir werden nicht durch eigene Anstrengung hervorragend ihr Leben, sondern nur, weil wir in Christus sind und mit ihm, durch ihn und aus ihm heraus leben. Wir kommen nur in unsere Bestimmung, wenn wir uns Jesus, dem Herrn, ganz hingeben. Wenn wir uns von ihm reinigen lassen. Und ich kann euch sagen, da hat Gott mich durch viele, viele Feuer geführt. Ich kann mich erinnern, in Amerika, wo ich 15 Jahre gelebt habe, da hatte ich den schlimmsten Chef des ganzen Ortes. Er ist jetzt schon Gott sei Dank in der Herrlichkeit. Aber keiner hat geglaubt, dass der es je schaffen wird. Er war so ein Antichrist. Und da hat Gott mich hingeschickt. Und da hat Gott mir gesagt, ich darf da nicht weg, bevor ich nicht diesen Mann mit Agape liebe. Und ich habe gesagt, Herr, dann gehe ich hier in Pension. Das ist unmöglich. Und ihr Lieben, dann habe ich den ganzen Gebetskreis angefleht, mit mir zu beten. Und wir haben gebetet. Und nach 3 Jahren habe ich gesagt, Herr, ich habe gesagt, jetzt probiere ich mal. Habe ich gesagt, Herr, ich liebe ihn. Hat er gesagt, ein Schmarrn, du hast ihn. Ich habe gesagt, Herr, du hast recht. Aber der Kerl bringt das Schlechteste aus mir heraus. Dann hat der Herr gesagt, Maria, wenn nichts Schlechtes drinnen wäre, könnte er es nicht herausbringen. Ihr Lieben, den Kerl hätte ich gerne eigenhändig umgebracht. Aber Gott hat den Mann verwendet, um mich wirklich in die Buße zu führen. Und ich bin so dankbar, ich durfte ihn dann am Totenbett zu Jesus führen. Und er hat dann sein Leben Jesus übergeben und hat noch viele Jahre gelebt. Ja, ihr Lieben, wenn wir uns die Geschichten der Bibel anschauen, wisst ihr, Gott verwendet oft die eigenartigsten Situationen, wo man sich denkt, ja, lieber Gott, hast du jetzt da schon richtig überlegt? Der Mose war ein Stotterer. Und den hat er verwendet, zum Pharao zu sprechen. Der Sprecher eines ganzen Volkes zu sein. Ich weiß, der Benny Hinn war so ein Stotterer, dass er keine Freunde hatte. Auch der Oral Roberts und auch persönliche Freunde von mir waren Stotterer in der Jugend. Heute sind sie wunderbare, gesalbte Prediger. Ihr Lieben, ich war das schüchternste Kind, was du dir vorstellen kannst. Meine Tochter hat mir neulich gesagt, Mama, heute glaubt dir das niemand mehr. Jesus in mir ist nicht schüchtern, denn Schüchternheit ist auch Stolz. Da möchte ich euch jetzt von 2. Korinther 12, 9, da heißt es, jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ihr Lieben, großartige Männer und Frauen werden nicht geboren, sie werden durch das Leben geformt. Und wenn wir die Helden der Bibel betrachten, die ich euch ja schon vorgelesen habe,
dann wird uns schnell klar, dass die meisten einen ganz normalen Hintergrund hatten, aus normalen, einfachen Familien kamen, in einfachen Berufen arbeiteten und vor allem, sie hatten es nicht immer leicht im Leben. Sie sahen sich wie vielen Widerständen gegenüber und waren nicht immer diejenigen, die für eine Aufgabe am geeignetsten klangen. Ja, ich möchte euch nur sagen, das Waisenmädchen Esther wird auserwählt, um eine Königin eines riesigen Reiches zu werden. Und dann kam die Berufung. Sie wusste, sie muss zum König, auch auf die Gefahr hin, dass sie getötet wird, weil niemand darf zum König, ohne dass sie gerufen wird. Aber der König hat sie angenommen und sie wurde letztendlich die Retterin des israelischen Volkes. Aber sie musste zu dem Punkt kommen, wenn ich umkomme, komme ich um. Und ihr Lieben, viele, viele werden nicht durchbrechen, weil sie ihr Leben nicht bereit waren, auf den Altar zu legen. Denn wir werden überwinden, wenn wir unser Leben nicht lieben bis in den Tod. Und so, ihr Lieben, möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen von einem Missionar, der in einem asiatischen Land gepredigt hat und ihm wurde gesagt, noch einmal und wir erschießen dich. Und er hat noch einmal gepredigt. Und dann haben sie ihn festgenommen und gesagt, so, du warst wieder ungehorsam, wir erschießen dich. Aber bevor wir dich erschießen, wollen wir, dass du dein eigenes Grab dir ausgräbst. So, er war dann etwas zögernd und gesagt, je länger, dass ich da herumbuddle, langsam, je länger kann ich noch leben. Bis ihm der Gedanke kam, je schneller, dass ich bin, umso schneller werde ich die Herrlichkeit Gottes sehen. Und er hat gebuddelt wie verrückt und sprang heraus aus dem Grab und keiner war mehr da. Und dann schaute er in einer Ferne, hinter Büschen saßen diese Menschen, die ihm drohten, dass sie ihn töten werden. Er lief hin und sagt, erschießt mich, ich bin fertig. Sagen sie, was war denn das Feuer, das aus diesem Loch herausgekommen ist? Dann hat er gesagt, das ist das Feuer, in dem ihr brennen werdet, wenn ihr euer Leben nicht dem Herrn Jesus Christus anvertraut. Und sie haben sich alle bekehrt. Und er wurde ein großer, großer Missionar mit vielen neuen Herzen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Ihr Lieben, lasst uns alles auf den Altar legen, auch unser Leben. Der Herr segne euch. Shalom, Shalom.